Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Integrationsthema, der Integration von Docker in Microsoft Teams. Etwas näher zur Schnittstelle. Was war uns besonders wichtig? Wo wollen wir den Fokus drauf legen? Die Schnittstelle will Sie dabei unterstützen, wenn Sie in Teams zusammenarbeiten, über Chats oder auch in Kanälen miteinander Informationen, Dokumente teilen, dass wir diese Informationen und Dokumente in unserem zentralen revisionssicheren Archiv ablegen. Das heißt, wir schaffen mit Docuware ein sicheres Zuhause für Ihre Dokumente, mit denen Sie in Teams arbeiten. Dann sind wir auch schon direkt beim Punkt 2, die Compliance im Blick behalten. Unser Archiv, das wir Ihnen anbieten, ist revisionssicher. Zusätzlich, wenn Sie archivierte Dokumente aus Docuware in Teams teilen, wird automatisch über den Link, den Sie mitgeben, auch das Berechtigungskonzept in Docuware mitgegeben. Das heißt für Sie in der Anwendung, Sie müssen sich keine Sorgen, Gedanken oder sonstiges machen, ob jetzt dieses Dokument, das Sie wiederum in Teams teilen, allen zugänglich gemacht werden darf oder nicht. Das regelt Docuware automatisch über die Berechtigung, die wir mitgeben. Die ganze Anwendung ist nahtlos in Teams integriert. Das heißt, wenn Sie, das sieht man hier symbolisch etwas auf der rechten Seite, in Teams das Docuware-Archiv ansprechen möchten, müssen Sie die Anwendung dazu nicht verlassen. In Summe ist das Ganze somit, das ist unser Versprechen an Sie, benutzerfreundlich gemacht. Nochmal näher auf die Schnittstelle eingegangen. Die Integration geht in beide Richtungen. Es ist somit ein Kreislauf, den wir schaffen. Wenn wir uns die eine Richtung anschauen, archivierte Dokumente können über einen Link in Teams zur Verfügung gestellt werden. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist aber natürlich genauso wichtig, weil wir hier vor allem auch neue Unterlagen, das heißt Projektunterlagen, Updates oder neue Ereignisse, dass wir die ebenfalls in Docuware archivieren, ist natürlich auch essentiell an der Stelle. Hier auf der rechten Seite sieht man noch einen Zusatz, den wir mit anbieten im Rahmen der Integration. Wir haben Docuware-Elemente wie unsere Docuware-Listen und unser Docuware-Aufgabenmanagement in Teams integriert. Auch hier nahtlos. Sie haben darauf Zugriff, ohne die Anwendung verlassen zu müssen. Somit erstmal zum Umfang in der Theorie. Das Ganze sollen wir natürlich jetzt einmal live bewerten und uns näher anschauen können. Deswegen wechsle ich einmal direkt in meine Präsentationsumgebung. Vorab, was sind denn überhaupt die technischen Voraussetzungen, um mit Integration arbeiten zu können? Zum einen müssen wir die Docuware-Seite dahingehend einstellen oder in die Konfiguration gehen, um die Integration zu aktivieren. Das können wir, indem wir einmal die Konfiguration aufrufen. Dann geht eben der neue Reiter auf. Ich springe noch mal einmal kurz zurück. Wir befinden uns hier jetzt direkt in der Konfiguration und gehen in unsere Organisationseinstellung. Und hier finden Sie unter der Zusammenarbeit diese Funktion, Teilen-Funktion mit Microsoft Teams. Ich habe den Haken gesetzt, sie ist somit für mich aktiviert, beziehungsweise für die gesamte Organisation. Also das ist keine benutzerspezifische Einstellung. Wenn Sie sich jetzt nicht genau vorstellen können, was hinter der Teilen-Funktion sich verbirgt, was dahinter steckt, was damit gemeint ist, gehen wir einmal in die Anwendung selber, damit ich Ihnen das zeigen kann. Wichtig fürs Verständnis, teilen mit. Diese Funktion steht Ihnen für archivierte Dokumente zur Verfügung. Und um die archivierten Dokumente aufzurufen, muss ich einmal die Suchmaske nehmen und mir ja entsprechend einen Vertrag, in meinem Fall ist es jetzt ein Vertrag, aufrufen. Damit ich Ihnen das näher zeigen kann, wähle ich jetzt mal exemplarisch mit Doppelklick den Beratungsvertrag. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, wir haben hier in unserem Anzeigebereich im Viewer eine versteckte Werkzeugleiste mit drin. Und unter diesen Werkzeugen befindet sich jetzt die Teilen-Funktion. Wenn ich das aufrufe, haben wir zwei Optionen an der Stelle. Ich kann einmal dieses Dokument per Mail teilen. Das gleiche Prinzip. Ich kann aber eben, weil ich den Haken gesetzt habe, auch per Microsoft Teams teilen. Wenn ich das tue, öffnet sich in Docuware eine Maske, die mich jetzt fragt, wohin das Dokument in Teams denn geteilt werden soll. Mit wem möchte ich es teilen?
hier jetzt Ihre Option, möchte es einer Person mitgeben oder in einen gesamten Kanal stellen. Ich wähle jetzt meinen Kollegen aus, habe hier unten mein Kommentarfeld mit Link. Das ist der Link zu diesem Dokument, wo auch die ganzen Berechtigungen schon dranhängen. Und wie Sie sehen, kann ich dieses Kommentarfeld natürlich nochmal individualisieren und dem Isaiah nochmal ein bisschen näher erklären, was ich mit diesem Link eigentlich von ihm erwarte dann. Genau, und dann teilen wir das Ganze. Kriegen auch nochmal die Bestätigung, dass es erfolgreich war und könnten jetzt zu Teams wechseln, um dort weiterzuarbeiten. Das ist die eine Seite, die wir jetzt gerade aktiviert haben, dass wir die Teilen per Teams-Funktion nutzen können. Gehen wir mal näher auf die Teams-Seite ein. In Teams arbeiten wir ja mit Apps. Das heißt, wir müssen, bevor wir die Integration nutzen können, erstmal die DocuWare-App installieren. Bei mir ist dies natürlich schon erfolgt. Das wäre jetzt Ihr Weg, um einmal die Installation durchzuführen. Hier können Sie auch nochmal die wichtigsten Informationen einsehen, auch nochmal die Features sich aufrufen. Und wenn Sie das ebenfalls installiert haben, können wir tatsächlich loslegen und uns näher mit den Anwendungsfällen beschäftigen. Das erste Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist jetzt für den Fall, dass wir einen Vertragsentwurf in Teams abstimmen, überarbeiten und dann die finale Version davon in das DocuWare-Archiv archivieren möchten, direkt aus Teams. Das habe ich hier im Dialog mal etwas versucht zu simulieren. Ich arbeite diesbezüglich mit dem Isaiah zusammen und der Isaiah hat jetzt vom Kunden nochmal Feedback bekommen. Die Vertragskonditionen sind noch nicht ganz stimmig. Es muss teilweise überarbeitet werden. Das ist jetzt der Vertrag. Den können wir natürlich auch in Teams bearbeiten, indem wir es hier aufrufen und die gewünschten Konditionen einarbeiten. Wenn ich das tue, profitiere ich aber nicht von der Versionierung oder auch Protokollierung. Wer hat wann was am Dokument geändert, welche mir in DocuWare zur Verfügung steht. Das heißt, wenn Sie die Versionierung nutzen möchten, empfehle ich Ihnen nicht, das Dokument in dem Format zu bearbeiten, sondern tatsächlich erst die Archivierung in DocuWare voranzutreiben. Und dann, wie wir es hier sehen, können wir natürlich diesen Link hernehmen. Das ist auch die Teil-mit-Funktion, die wir vorhin angestoßen haben. Und das jetzt in DocuWare aufrufen und anfangen, in DocuWare die Bearbeitung loszutreten. Auch hier ist das natürlich möglich. Und so, wenn Sie diese Bearbeitung in DocuWare auslagern, haben Sie die Versionierung, haben Sie die Protokollierung, die Sie für Rückfragen oder auch den Verlauf einfach benötigen. Damit ich Ihnen die Archivierung aber zeigen kann, gehen wir eben jetzt davon aus, dieses Word-Dokument, das ist der finale Entwurf. Wir haben die Änderung eingearbeitet, das soll jetzt ins Archiv. Für die Archivierung arbeiten wir mit den drei Pünktchen, mit den Optionen in Teams. Und jetzt Achtung fürs Verständnis, die Integration baut auf unser Chat auf das Teams-Chat auf. Das heißt, Sie werden über diese drei Punkte hier jetzt nicht die DocuWare-Archivierung vorantreiben können, anstoßen können. Aber hier oben, wenn Sie sich mal an den Smileys orientieren, haben wir ja nochmal drei Punkte. Und da wollen wir hin. Wenn ich diese nämlich aufrufe, habe ich hier die Standardoptionen von Teams. Die gehen auch nicht weg, die bleiben. Aber direkt dahinter habe ich die Option Anhänge importieren. Und das klicke ich jetzt einmal an. Hier eben diese nahtlose Integration, wie wir sehen, ich bekomme dieses Fragefenster von DocuWare direkt in Teams geöffnet. Und jetzt eben die große Frage, möchte ich das Dokument, diesen Anhang, jetzt in den Briefkorb schicken oder möchte ich direkt ein Archiv ansteuern? Je mehr Briefkörbe, je mehr Archive Sie haben, umso mehr Auswahl natürlich auch. Also woher soll DocuWare wissen, was Sie mit dem Dokument machen möchten. Es ist ja auch immer eine vorgangsbasierte Archivierung, die wir vorantreiben. Sie entscheiden, was mit dem Anhang passiert.
Wann macht es Sinn, den Briefkorb zu nutzen? Wenn Sie sagen, Sie möchten in diesem Briefkorb Intelligent Indexing aktivieren und nutzen. Intelligent Indexing, das ist der Fachbegriff für unser automatisches Auslesen wichtiger Indexierungsfelder oder Indexierungsinformationen. Durch das automatische Auslesen sparen Sie sich natürlich Zeit und können es natürlich sehr schnell ablegen, ist aber eben nicht immer sinnvoll. In meinem Fall ist es jetzt auch so, dass ich direkt den Weg ins Archiv wähle, da ich einen Vertrag ablegen möchte. Weiß ich, so ist unsere Organisation aufgestellt, der kommt immer in den Dokumentenpool. Das ist unser Pool für unterschiedliche Dokumente, unter anderem auch Verträge. Wir haben in diesem Archiv unterschiedliche Ablagedialoge hinterlegt. Auch hier bekommen Sie die Wahl, wie wollen Sie das Dokument indexieren? Ich sage jetzt, ich habe einen Vertrag, deswegen soll mir auch meine spezifische Vertragsablagemaske eingeblendet werden. Und dann klicke ich auf Weiter. Und jetzt sehen wir auch, dass wir wirklich mit dem Chat arbeiten, weil das Chat uns jetzt hier mitgibt, hey, ich bereite mich für die Indexierung vor, ist jetzt soweit fertig. Wir interagieren hier und sagen, Indexierung bitte starten. Die nahtlose Fensteroption geht wieder auf. Und jetzt befinden wir uns direkt in der Indexierung. Auch diese Ansicht sollte Ihnen bekannt vorkommen. Das ist jetzt ein Ausschnitt von DocuWare. Hier rechts unser Vorschaubereich, der Viewer und hier links die Ablagemaske, die wir jetzt befüllen können. Und auch hier, wie wir sehen, ist die Texterkennung aktiv. Diese können Sie auch über diesen Weg nutzen und bequem die Informationen, die Sie im Dokument sehen, in die Maske übernehmen. Unterart und Vertragsnummer, das ist jetzt was, wo ich eben gerne mit einer Auswahlliste arbeite, die es mir ermöglicht, gerade auch die Unterart sehr einheitlich und strukturiert zu definieren, sodass ich einen Kaufvertrag immer mit dieser Schreibweise auch ablege. Vertragsnummer kann ja sein, dass wir durchaus schon eine Vertragsnummer für diese Art der Verträge angelegt haben oder für diesen schon haben. Dann würde ich jetzt hier einen auswählen oder eben eine neue Nummer vergeben. Hier unten, ich arbeite bereits mit Datumsangaben. Das macht vor allem dann Sinn, wenn Sie danach gerade bei den Verträgen mit Erinnerungsfunktionen, Wiedervorlagen in DocuWare arbeiten möchten, sodass das DocuWare-System Sie rechtzeitig erinnert, hey, der Vertrag läuft am Tag XY aus. Willst du den verlängern oder eben nicht? Also diesen Handlungsspielraum, den können wir dadurch viel besser einplanen. Hier mal. Ein und sage dann, ich möchte das Ganze ablegen. Auch hier gibt mir das Chat wieder zu verstehen, das Ablegen ist abgeschlossen und ich kann jetzt jederzeit auch nachträglich noch über Weiter zur Ablage in mein DocuWare-Archiv springen, um das Dokument nochmal aufzurufen und gewisse Recherchen anzusetzen. Das war jetzt der Weg, ich archiviere Dokumente aus Teams in DocuWare. Was Sie da für Anwendungsfälle für sich entdecken, bleibt Ihrer Kreativität komplett frei überlassen. Möglicherweise, gerade wenn es um Projektunterlagen geht, kann es auch ein Anwendungsfall sein, dass Sie mit einem externen Kunden, einem externen Projektpartner zusammenarbeiten und ein Meeting aufsetzen. Im Rahmen dieses Meetings gibt es eben neue Unterlagen, die geschäftsrelevant werden und die können Sie direkt über diesen Weg ins DocuWare-Archiv übergeben, sodass eben alle Projektverteiligten Beteiligten bei Ihnen intern auch auf diese neuen Entwicklungen zugreifen können und aussagefähig sind. Soweit zu der Integrationsrichtung Teams nach DocuWare. Jetzt möchte ich den Spieß etwas umdrehen und eben mehr auf die archivierten Dokumente in DocuWare eingehen, die wir in Teams teilen möchten. Dazu bewege ich mich etwas weg vom Chat und gehe hin zu meinen Kanälen. Und genauer gehe ich in die Projektgruppe allgemein. Hier ist der Ort, wo wir über Projekte sprechen, wo wir uns zu bestimmten Rechnungen oder Angeboten absprechen, abstimmen. Und das machen wir, indem wir archivierte Dokumente über einen Dokumentenlink in dieses Chat stellen und auch natürlich bei Bedarf direkt den Verantwortlichen ansprechen können. Diesen Link können wir auf unterschiedlichen Wegen zur Verfügung stellen. Hier gehe ich nochmal in die Anwendung
Dokuware auf die Benutzeroberfläche. Eine Möglichkeit hatten wir vorhin schon angeschaut, das ist diese Teilen per Teams. Sie können aber auch komplett isoliert diesen Dokumentenlink einmal kopieren, in Ihr Teams gehen und einen neuen Beitrag starten und dann eben diesen Link hier einfach in Ihre Nachricht mit einbauen. Natürlich auch möglich. Beide Varianten führen ans Ziel, die Berechtigungen werden automatisch mitgegeben und Sie können im Nachgang natürlich auch nochmal Versionen dieses Dokuments erstellen. Den letzten Teil, den ich an der Stelle jetzt nochmal zeigen möchte, vorstellen möchte, ist die Dokware-Elemente, die wir in Teams integriert haben, wie unsere Dokware-Listen und die Dokware-Aufgaben. Wann ist das ein toller Anwendungsfall oder vor allem für wen? Unser Ansatz ist ja, dass wir gar nicht erwarten, dass jeder Benutzer die Dokware-Benutzeroberfläche immer offen hat und weiß, was passiert, weil er die Neuigkeiten sieht. Wir haben ja gerade bei den Rechnungsprüfern oft den Anwendungsfall, dass diese lediglich die Prüfung durchlaufen oder eben eine Freigabe setzen, wenn es um höhere Rechnungsbeträge geht. Die befassen sich aber selber gar nicht so sehr mit der Archivierung der Rechnung oder auch nicht mit der Rechnungszuteilung, sondern die geben einfach nur die Freigabe der Rechnung durch. Und das ist natürlich der Anwendungsfall, den wir hier vor allem auch repräsentieren möchten, für die Leute, die eben nicht immer alle Funktionen von Dokware nutzen, sich möglichst nur an einem Workflow beteiligen, die haben jetzt die Möglichkeit, über diesen Reiter hier oben auf diese Aufgaben zuzugreifen und das eben nicht mehr in Dokware machen zu müssen. Hinter diesem Reiter Freigabe Rechnung versteckt sich nämlich ein Dokware-Element, nämlich die Dokware-Aufgaben. Auch diese Ansicht sollte Ihnen bekannt vorkommen. Das ist jetzt, wie gesagt, ein Ausschnitt aus der fachlichen Prüfung. Also wir haben hier jetzt einen Prozess integriert, der alle Aufgaben für die fachliche Prüfung auflistet, wie jetzt hier diese Rechnung zuweisen. Wenn hier mehrere Aufgaben drin sind, sehen Sie hier rechts oben, wir haben die Möglichkeit, das Ganze nochmal etwas näher zu sortieren oder eben auch, falls das für Sie Sinn macht, von hier aus tatsächlich in die Aufgabenliste in Dokware zu springen. Wenn wir diese Rechnung jetzt bearbeiten möchten, mit Doppelklick einmal aufrufen, dann bringt uns Teams jetzt direkt über diesen Link zur Aufgabe. Und wenn wir uns genauer das Ganze anschauen, ich bin jetzt eben nicht auf der Benutzeroberfläche von Dokware, wo ich die Briefkörbe, die Suchen, die Listen, Aufgabenordner, Formulare und so weiter und so fort einsehe, sondern ich habe ja auf einen dedizierten Aufgabenlink geklickt. Deswegen bekomme ich jetzt einen Ausschnitt von Dokware. Genau diese Aufgabe wird mir jetzt angezeigt, die ich mit diesen Optionen bearbeiten kann. Und so verhält es sich tatsächlich auch mit den Dokware-Listen. Damit Sie auch mal sehen, wie einfach sich diese Elemente integrieren lassen, gehen wir einfach mal auf das Plus und fügen an der Stelle jetzt eine neue Liste hinzu. Wir sprechen die Dokware-App an und die App gibt uns jetzt ebenfalls die Wahl, was möchtest du denn integrieren? Möchtest du Listen integrieren oder Aufgaben? Die Aufgaben kennen wir schon. Wenn ich die Listen einmal aufklappe, wird mir hier unter anderem jetzt eine Liste zu einem Monatsbericht angezeigt. Den möchte ich jetzt integrieren. Ich kann dieser Registerkarte in Teams noch einen eindeutigen Namen geben, kann mein gesamtes Team, also den gesamten Kanal, darüber informieren, dass ich diese Registerkarte angelegt habe und sie jetzt zur Benutzung zur Verfügung steht. Und dann dauert das ein bisschen und steht Ihnen dann an dieser Stelle zur Verfügung. Damit das Ganze etwas schneller geht.
Einmal angelegt, steht in diese Registerkarte hier oben genauso wie die Aufgaben zum Aufruf zur Verfügung. Wenn Sie sich fragen, wie Sie diese Registerkarten wieder wegbekommen, auch das ist sehr einfach und intuitiv. Mit Rechtsklick hier unten einmal auf Entfernen klicken und das Ganze ist wieder weg. Das war die Live-Demonstration unserer Integration DocuWare in Microsoft Teams. Wir hoffen, dass Ihnen die Integration gefallen hat und bedanken uns, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns über Ihr Feedback gerne auf unserem YouTube-Channel. Dort werden alle unsere Webinare veröffentlicht und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.